Hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja. Was wollen wir machen? Was müssen wir machen? Leute rekrutieren, eventuell, wenn das geht. Rekrutierte Soldaten, da noch 4 offen. Warte mal. Soldaten, ich gehe hier mal so auf 5. Was nicht geht, weil ich hier... Ich verstehe. Okay, ich bin auf Maximum. Okay, alles klar. Habe ich dann da schon einen Soldat rum existieren? Einen Moment. Holzsperre ist okay. Bronzeschwert ist unterwegs. Wir haben 4 Eisenschwerter. Und ansonsten... Ansonsten rüstungstechnisch noch nichts. Aus bekannten Gründen. Ja, wir haben nicht unbedingt unbegrenzt Eisen. Wo habe ich denn... Irgendwo war doch... Nein, das war gerade mit der Rüstungsschmiede und so, ne? Dinge erzählt, aber das Ding suche ich. Abenteuergilde. Wie sieht's denn hier aus? Da sind 9 Leute noch zu rekrutieren. Es scheitert mal wieder an den Silberdegen. Vielleicht Rüstung ist auf dem Weg. Ja, das ist. Ich erinnere da an ein anderes Spiel. Ich glaube, Dungeon Keeper hieß das. Die Imps, die konnte man, die da ne, so für die harten Arbeiten zuständig waren. Ausbau des Dungeons und so. Die konnte man mit leichten Schlägen auf dem Hinterkopf dazu zu motivieren, etwas schneller zu arbeiten. Das wünsche ich mir hier manchmal auch. Man möchte hier, ich habe manchmal so das Gefühl, so die Peitsche schwingen zu können. Wie auch ein gewisser Mitseher, ein gewisser Zuschauer hier auch schon angesprochen hatte in einem seiner Kommentare, so eine pack mal die Peitsche aus. So in die Richtung ging das. Wenn die jetzt so langsam arbeiten. Das würde ich mir wünschen, da mal so ein bisschen hier so den das Mega-Arschloch aushängen zu lassen. Entschuldigung, aber ist so. Damit die mal ein bisschen voran machen, das dauert alles so lange. So, ja, cool. Er hat mit, da hatte ich ja gesagt, den wollte ich auf Eisen spezialisieren, also dass der hauptsächlich Eisen produziert, damit wir da mal ein bisschen vorankommen. Ich habe wie viele Schmelzhütten? 2, 3, wollte mal. Das sind die beiden. Okay, eine dritte wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Das ist ja auch nett. Hatte ich dann nicht Jäger eingestellt, die sich hier um solches Getier zu kümmern haben? Ich habe nur nicht genügend Rohstoffe. Ne? Sei es Kohle, sei es anderes Gedöne. Hier geht es auch schon, ja, wo wir gerade davon sprechen. Kohle ist nicht mehr vorhanden. Das ist ein echtes Problem. Holzkohle gibt es ja hier nicht in diesem Spiel. Ja, man kann keine Holzkohle herstellen, wie man das von anderen Spielen her kennt, die in diese Richtung sich dann halt auch bewegen. Aber Holzkohle gibt es hier nicht oder noch nicht. Man weiß es nicht. Das Spiel ist ja noch in der Entwicklung. Es können Dinge passieren. Aber anscheinend nicht hier. Erst einmal. Ich sehe hier weit und breit keine Kohle. Nur so ganz nebenbei. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Zumal ich hier mit meinen Leuten noch nicht annähernd... Gut, da sind es immerhin 25. Wie viel habe ich hier existieren? Wir sind immer noch bei maximal 28. Das ist zu wenig. Wir brauchen eigentlich 40. Um es mal auf diesen Punkt zu bringen. Ich befürchte nur, das wird nicht klappen. Wenn mir jetzt schon die Kohle ausgeht, dann sehe ich hier schwarz. Ja, schweren Herzens. Ich muss hier umzwitschen. Der muss jetzt auch auf Silber gehen. Und das, was er da an Silber hat, mit der Kohle, die noch darum existiert, entsprechende Silberbarren herstellen, damit ich genügend Silberdegen produzieren kann.
Denn die brauche ich dringendst. Ja, ich bin da irgend so ein Dieb geschlendert und bestiehlt mich. Was ich gerade suche, ist eine Waffenschmiede. Falls ihr euch wundert, warum ich hier so ziel- und planlos hin und her switche. Ich finde, Moment mal, machen wir das auch ganz anders. Dann muss mal mit der Ruhe und damit mit Ruck. Ausrüstung, ist das erreicht? Ich meine ja, kann mir das nicht mehr. Rüstungsschmiede, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir haben zwei Waffenschmieden. Wir haben... Ach ja, das sind die beiden hier. Genau, diese Waffenschmiede stellt Silberschwerter her. Das ist schon mal nicht verkehrt. Diese Waffenschmiede stellt Eisenschwerter her, was prinzipiell auch nicht verkehrt ist. Aber ich würde, da müssten, wie gesagt, noch vier Eisenschwerter im, ja, wir machen das anders. Wie viel habe ich hier an was habe ich hier rum existierend? 4 plus 6 P, dann passt das. Der soll mal hier noch seine drei Eisenschwerter machen und dann bitte schön auf Silberdegen, also umzwitschen. Sobald wie möglich. Ich brauche dringendst hier die entsprechenden Leute, damit wir uns da mal so ein bisschen um gewisse Herrschaften kümmern können, die irgendwo hier angesiedelt sind. Auch wenn ich die noch nicht gefunden habe, hier offiziell. Heißt aber nichts. Das kriegen wir hin. Da habe ich hier meine Leute für. Sind im Augenblick sind die zwar abgestellt, aber das lässt sich auch wieder schnell beheben. Wo habe ich denn, habe ich da überhaupt irgendwie einen Marker gesetzt oder habe ich den wieder zurückgesetzt? Ich glaube, den habe ich zurückgesetzt, ne? weil ich hier pausiert habe. Dann könnte ich den Marker dann hier so beispielsweise hin platzieren, damit die sich hier so ein bisschen umgucken. Kann ich dann einen auf den Diesel bekommen, aber ich muss diese netten Tierchen ja erstmal finden, offiziell, glaube ich. So, was ist hier los? Ah, da hatte ich Wachen untergebracht. Patrouillieren die hier rum? Und patrouillieren da rum. Das ist cool. Träger eigene Fraktion, das ist auch schön. Hier habe ich auch Wachen. Beziehungsweise ich habe noch eine Wache. Machen wir das doch mal so. Dann habe ich da ein paar Soldaten mehr. Warum zwitschern, das ist glaube ich nicht verkehrt. Da geht erstmal nichts. So. Jo. Alles schön und gut, das dauert alles zu lange. Ne? Das ist im Augenblick so mein Rumgemeckere, dass das hier so ewig dauert. Bis die mal so mit ihren Produktionen vorankommen. Ja, Ressourcen sind auch relativ schnell weg. Hier ist auch kein Eisen mehr, die haben nur noch ein bisschen auf Reserve. Ach, hier ist Kohle. Immerhin, Gott sei Dank. Da ist Kohle. Wieso habe ich denn den Pinorik da nicht hingesetzt? War da irgendwo anders auch noch welche? Ich setze mal da so hin. So, okay. Wie sieht's mit der aus, die nichts mehr hat? Das alles weg. Auch die Reserve, dann kann das Gebäude auch eingerissen werden. Das brauchen wir dann nicht mehr. Jo, kann weg. Leider. Ich würde es gerne behalten, aber Spiel sagt nein. Da ist noch ein bisschen Eisenerz. Das wird doch abgebaut. Sind die voll? Die sind voll.
Ja, ich weiß, ich müsste jetzt auch, ne, eigentlich die Eisenproduktion entsprechend anschmeißen, das ist mir schon klar. Also hier in Richtung, sag mal schnell, in Richtung Rüstung und Waffen und so. Aber ihr habt ja gesehen, ne, Kohle ist nicht unendlich da. Und ich brauche die Leute jetzt erstmal woanders. Beziehungsweise ich brauche entsprechende, ne, Geschichten hier. So, da müssen jetzt noch 7 rekrutiert werden. Okay, wir sind jetzt hier insgesamt auf 30. Sonst sind 7 aber zu wenig. Bin zu wenig. So muss das aussehen. Liebe Leute, wie sieht's denn aus? Was macht ihr hier? Okay, da wird jetzt erstmal eifrig an der Silberbarrenproduktion gearbeitet. War das mit dem anderen Kollegen? Der macht nach wie vor beides. Ja, das kann man auch so machen, das ist in Ordnung. Denn wie gesagt, ich brauche halt beides, das hilft nichts. Aber ich will ungern noch einen dritten eine dritte Schmelzhütte bauen. Ich bräuchte die eigentlich, ja, das ist mir schon klar. Aber ich wiederhole mich da gerne. Ich muss mit den Ressourcen vorsichtig sein. Und dann zieht sich das Ganze halt etwas. Auch das ist mir klar. Aber dann ist das erstmal so. Okay. Kohle ist da und wird geliefert. Hat irgendein Dieb sich unbeliebt gemacht? Hier habe ich keine Kohle. Wird auch keine geliefert im Augenblick. Warum auch immer. Was ungünstig ist, weil ich kriege ja sonst hier nichts. Was ist hier los? Warum kriege ich hier keine Kohle? Was ist, ne? Wie kann er auch? Was? Bin ich am Pennen? Silberdegen. Der hat Silber, dann machst du vielleicht auch erstmal so 5. Ja. Manchmal stehe ich mir so ein bisschen selber im Weg, kann das sein? So, warte mal. Rüstungsschmiede. Da er sowieso schon Eisen hat. Ich würde mal sagen, ganz vorsichtig von beiden mal so 5 erstmal machen, damit wir die schon mal auf Tasche haben. Sicher ist sicher. Auch wenn Ressourcen knapp sind. Aber ich werde mal kurz oder lang nicht drum rumkommen, da etwas aktiver zu werden. Und ja, wir müssen uns halt auch zur Wehr setzen können. Unsere Einheiten werden schon wieder von Banditen angegriffen. Natürlich ausgerechnet dieser Bereich. Okay, die setzen sich da zumindest durch. Da habe ich 2 Leute verloren. Das ist nicht gut. Das sind aber Soldaten. Ja, das ist schon mal, das ist zwar nicht schön, aber damit kann ich noch eher leben. Wenn ich da Soldaten verliere, als dass ich jetzt hier beispielsweise hier die Leute hier verliere. Ich wäre mir nicht so nett recht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Moment. Mal ganz kurz was schauen. Waffenschmiede. Vielleicht mache ich doch noch eine weitere Waffenschmiede. Schweren Herzens. Waffenschmiede. Da habe ich sie.
wir auch gerne hier hinsetzen. Oder nee, Moment, Augenblick. Kriege ich dann noch was anderes hin? Das muss ich erstmal... Einen Augenblick. Da muss ich kurz schauen. Wachturm. Den würde ich hier hingesetzt bekommen. Und da kriege ich auch irgendwie einen Weg hin. Okay, dann kann die hier bleiben. Die soll sich... Kann ich jetzt schon mal sagen, darum kümmern. Bis dahin, ich habe kein Kupfer mehr. Also ganz nebenbei bemerkt. Die etwas, was ich im Augenblick so nicht weiß, auswendig. Wo habe ich denn hier Kupfer um existieren? Moment. Onkel Nandos hat wieder gepennt. Jetzt sind Steine. Da habe ich Bergbau. Da habe ich. Oh ja. Ich hab ein bisschen Kupfer. Sagen wir es mal so. Ich habe ein bisschen Kupfer. Ach ja, genau. Wir haben ja hier die Schatzkammer. Oh. Ja gut, wenn die sich so schon hier alles mit Kupfer und so ohne zugestellt haben, dann hier, das habe ich ja dann schon mal gemacht. Offiziell diesen Weg. So. Damit das seine Richtigkeit hat. Aus keinen anderen Grund. Ojo, ojo, ojo. So. Da wird immer noch eifrig. An den Silberbarren gearbeitet. Da. Oh. Jetzt sind ja noch 5. Das höre ich gerne. Ich habe hier mal 25. Da haben wir 10. Jo, passt. Wenn ich jetzt nicht noch großartige Verluste einfahre, aus irgendwelchen Gründen, dann kommen schon wieder irgendwelche Banditen an. Ich könnte aus der Haut fahren. Ihr seid zu 10. Ihr würdet euch mal da so ein bisschen... Wo sind die Wackelköppe? Macht euch da mal so ein bisschen nützlich. Ich hoffe, die sind schnell genug. Und können die noch abfangen. Ansonsten... Oh. Ich glaube, das geht. Kann ich so lassen. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Ne? Jetzt hab ich das mal hier so ein bisschen da gar rausgemacht. So, sehr schön. Dann ihr seid von hier und dann setze ich den wieder dahin. Und die können dann ihre Patrouille durchführen. Patrouille, habe ich das gemacht? Genau, hier bitte patrouillieren. Es werden da hinten irgendwelche Banditen aktiv. Ja, die sind überall. Kannst du machen, was du willst, die sind überall. So. Aber gut, dass ich wenigstens die Soldaten habe, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich will diese einfachen Einheiten hier weiter forcieren. Deswegen jetzt hier die entsprechende Waffenschmiede, die dafür sorgen soll, dass hier genügend Bronzeschwerter hergestellt werden. Ich könnte schon mal die Schneiderei damit beauftragen, noch ein paar leichte Rüstungen herzustellen. Und die, hier nicht die Werkzeugschmiede, hier müsste irgendwo noch so eine Holzwerkstatt existieren. Die können mal so 10 von den Schildern machen. Warte, ich hab, was habe ich? Jo. Wie sieht's hier aus? Eisen, da ist alles weg. Dann kann das Gebäude auch weg. Okay. Das sieht einigermaßen gut aus. So, ich kann im Augenblick im Prinzip nicht viel mehr machen, als hier darauf zu achten, dass
die entsprechenden Einheiten und so weiter. Wir sind komplett. 25 und 15. Das sieht sehr gut aus, dann würde ich sagen. Ach, hier haben wir jetzt da die Veteranen-Banditen. Jetzt muss ich gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob sich hier irgendwas verändert hat. Durch den Neustart in dem Sinne war es ja nicht. Ich habe das in einen anderen Spielstand geladen, aber man weiß nie, wie sich das dann letzten Endes auswirkt. Ich werde mal hier den Penorik so hier in diese Richtung setzen. Ah, ich sehe sie schon. Ich mache das trotzdem mal und dann aktiviere ich die Geschichte hier wieder. Auch wenn wir die drei Leute da aus diesem Grunde eventuell verlieren sollten. Ich muss ja so ein bisschen Aufklärungsarbeit treiben, damit ich mehr sehe. Und ja, das mit den Banditen hier ist natürlich so ein bisschen blöd, ne? Dass die hier auch noch rum existieren. Warum machen die eigentlich die anderen Soldaten hier nichts? Sind die hier mit denen verbrüdert oder was? Finde ich nicht gut. Vielleicht auch auf Gefahr hin, dass ich meine Leute aufreibe. Ich hab da. Ups, das ist nicht viel. Ja. Kunststück. Das Ding ist noch im Bau. Dann, da habe ich aber 10. Wie gesagt, auch auf die Gefahr hin, dass ich die jetzt hier aufreibe. Würde ich aber die Banditen ja ganz gerne zumindest dezimieren. Ob ich die loswerde, weiß ich nicht, aber zumindest dezimieren wäre nicht verkehrt. Denn wenn ich dann gleich mit meinen anderen Kollegen da anrücke, dann sollen die sich nicht erst noch mit dem Banditen rumschlagen müssen, bevor ich die Möglichkeit habe, da die Werwölfe anzugreifen. Das wäre nicht so gut. So, ja. Dann schauen wir mal, ob die Leutchen das schaffen werden. In der nächsten Folge werden wir es erleben. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Natürlich auch du bist wieder sehr, sehr gut hier dabei, da mich hier zu unterstützen, finde ich gut. Bis bald, macht's gut, genießt die Zeit.